Jo, hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Subsistence. Und wie wir sehen, die Sonne geht gleich auf und wir starten frisch in einen neuen Tag. Wir müssen uns natürlich jetzt was zu essen besorgen. Wir haben eine Angelleine und die Angel haben wir auch dabei. Da werden wir uns erstmal gucken, dass wir uns einen Fisch fangen. Genau. Wir könnten uns auch noch eine Angelleine machen, aber wir haben bloß noch eine Faser. Das heißt, wir hoffen mal, müssen natürlich weiterhin vorsichtig sein. Wir hoffen mal, dass wir einen großen Fisch fangen. Die Angel, die habe ich jetzt weggeräumt, ne? Gut gemacht. Nehmen wir uns die mal und gucken, dass wir einen großen Fisch bekommen. Hoffentlich ist natürlich keine Garantie dafür gegeben, aber wir sind mal optimistisch. Wo habe ich denn die Angelleine? Hatte ich mir noch gar keine gemacht? Gut, dann brauchen wir erstmal Fasern, ne? Ich dachte, ich habe schon eine, aber ich habe wieder ins falsche Kästchen geguckt. Dann brauchen wir natürlich erstmal Fasern. Aber wir haben ja auch den Bogen. Ja, ich muss mich kurz erstmal orientieren. Wir haben ja auch den Bogen und 11 Pfeile. Das heißt, dann stecken wir die Angel erstmal wieder weg. Planänderung. Wir hatten keine Angelschnur, ne? Nee. Gut, dann geht's also los. Wir werden mal hier durchs Wasser machen. Gucken wir gleich mal nach bisschen Seegras und versuchen mit dem Bogen zu jagen dementsprechend. Und ich möchte heute mal rüber auf die Seite. Also Richtung Nordost. Versuchen wir uns mal das Seegras da unten zu snacken. Ja, die zwei Stück, das eine lassen wir mal da rechts liegen. Komm schon. So, sollte gut machbar sein. Gut, ich möchte mich nicht erblicken lassen von den Jägern und von den Banditen. Deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig gerade. Kann nie verkehrt sein hier im Spiel, ne? Vorsicht ist das oberste Gebot. Und ja, es gibt ja auch eine kleine Änderung auf meinem Kanal. Und zwar habe ich Grounded erstmal rausgenommen, weil ja am 27. die Vollversion kommt und ich davon völlig neu anfangen müsste. Und das Spiel, naja, meiner Meinung nach viel zeitintensiver ist als Subsistence. Subsistence ist auch zeitintensiv, aber bei Subsistence nehme ich euch ja komplett mit. Außer, dass ich vielleicht mal 5 Minuten angele oder so. Dass ich dann vielleicht rausschneide, aber bei Subsistence ist es halt so und bei Grounded, da habe ich ja manchmal 2-3 Stunden Sachen gefarmt, einfach auch zwischen den Folgen. Also das heißt, das Spiel ist für mich dann dementsprechend viel zeitintensiver. Und wenn ich da jetzt von vorne anfangen muss, ne, da müssten wir alles nochmal einsammeln, wahrscheinlich, so wie ich das recherchiert habe. Und deshalb habe ich das erstmal rausgenommen. Und jetzt auf den Punkt zu kommen,
werde ich dann Subsistence jetzt versuchen, täglich einmal hochzustellen. Und ja, das ist so die kleine Planänderung. Und ich werde heute das erste Mal eine Aufnahmesession mit zwei Folgen machen. Und ja, werde das auch eher so verfolgen, dass ich jetzt auch kleinere Aufnahmesessions mache für die Games allgemein, die ich let's playe mit euch hier auf dem Kanal. Jo, auf jeden Fall sollten wir erstmal das Seegras snacken. So, wir brauchen Eiweiß. Das heißt, wir müssen jagen. In der Hoffnung, dass wir ein Hühnchen oder vielleicht auch zwei oder vielleicht auch ein Häschen erwischen. Was sein muss, muss sein. Ansonsten gehen wir natürlich angeln. Fasern haben wir jetzt schon gefunden. Brauchen natürlich die Fasern auch für andere Sachen. Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert, ne? Ja, die Infektion müssen wir auch loswerden. Ich traue mich jetzt erstmal nicht so an Wölfe ran. Wir sind mittlerweile auch im Juni. Wir müssen uns um Klamotten kümmern. Ja, wenn wir das bis zum Winter vielleicht nicht hinbekommen haben, werde ich dann im Winter vielleicht mal die Tage runterstellen. Und da ist unser erstes potenzielles Häschen. Ja, komm her. Okay, das haben wir in der Tasche. Nice. Haben wir auch richtig erwischt. Nicht wie das eine Mal, wo es noch gelebt hat. Das war natürlich ein bisschen grausam. So, ich möchte mir gerne die Baumlarve snacken. Sieht ganz gut aus. Das wäre das nächste Häschen gewesen, aber geben wir uns erstmal mit dem einen zufrieden. Dem jagen wir jetzt nicht hinterher. Genau, und dann habe ich auch wieder gute Tipps bekommen in meinen Kommentaren. Und zwar, dass ich den Masse-Fabrikator erst noch mal ein bisschen weiter hinten anstellen soll. Dass ich mir erstmal gucken soll, dass ich ein bis zwei Beete hinbekomme. Und dass ich dann dementsprechend Gemüse anpflanze, mit Asche dünge. Was ich mir schon gedacht habe fast, dass das auch Dünger ist. Und ja, auf jeden Fall werden wir das dann erstmal ins Auge fassen. Hier haben wir Metallschrott. Und ja, also ja, irgendwie klar, ne? Wir sollten uns wirklich erstmal auch um die Lebensmittelversorgung kümmern, dass wir da ein bisschen aufwärts kommen, sage ich mal. Und wenn wir dann zwei Beete haben, sollen wir wohl so gut, also sollen wir wohl sehr gut unsere Tagesversorgung dann drin haben, wenn wir dort immer schön gießen und düngen und so. Wieder neu anpflanzen. Wir sind mittlerweile im Juni. Ist natürlich, wir müssen uns natürlich mit allem ranhalten, ne? Ganz klar. Aber gut, den Tipp bekommen zu haben, weil die Beete, die hätte ich wohl erstmal hinten angestellt, weil ich irgendwie auch scharf auf die Werkbank bin, um zu schauen, was dort geht und was nicht. Genau.
So sieht's aus. Und dort ist ein Hühnchen. Mist. Ja, den Pfeil holen wir uns wieder. Sind schon auch kostbar, die guten Teile. Weil Nägel brauchen wir ja auch für alles, ne? Für die Basis. Und wir müssen natürlich auch weiterhin sehen, dass wir die Basis auch ausgebaut bekommen. Yes. Zalack. Oh. Vorsichtig. Nicht, dass wir unser Hühnchen und das Häschen im Rucksack verlieren. Das wollen wir nicht. Das wollen wir überhaupt gar nicht. Jetzt her. Ja, nicht rückwärts laufen und in den nächsten Bär oder Wolf reinlaufen, ne? Immer schön vorsichtig. Da ist ein Täschchen, das snacken wir uns auf jeden Fall noch. Ja, wir müssen gucken, dass wir dann wieder zurückkommen, am besten. Dass wir uns unser Zeug erstmal zubereiten können. Wenn wir jetzt hier unterwegs auch was zu essen finden könnten. Ja, wir machen uns erstmal auf den Rückweg, ne? Nicht, dass wir hier noch eine große Pleite durch Verhungern erleben. Ah, hier bräuchten wir einen Dietrich. Den haben wir momentan nicht. Hier haben wir noch ein Täschchen. Ja, und dann habe ich noch einen Tipp bekommen. Ich wollte eigentlich auch noch mal aus dem Fenster gucken, ne? Da müssen wir noch mal schauen. Baumwollsamen, nice. Die brauchen wir auf jeden Fall auch für Klamotten, ne? Da werden wir uns dann wirklich erstmal jetzt um Beete kümmern und die Baumwolle auch anpflanzen. Ich glaube, Baumwollsamen hatten wir noch gar nicht. Kann mich auch täuschen. Wäre ja gut. Aber ich glaube, passt, dass wir Baumwollsamen noch gar nicht hatten. Das freut mich jetzt natürlich. Da kommen wir dann den Klamotten schon mal ein kleines Stück näher. Wenn nicht, habe ich auch schon überlegt. Ich glaube, man kann sich auch bei Steam, ich weiß nicht, ob ein komplettes Winteroutfit oder bloß eine dicke Jacke. Aber man kann sich bei Steam da, ich glaube, für 99 Cent auch zumindest die Jacke kaufen, habe ich schon mal gesehen gehabt. Ich weiß nicht, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, falls ich bis zum Winter nicht genug zurechtbekomme. Was ist das Eisen hier? Spitzhacke hatten wir noch nicht, die wollten wir uns auch machen. Da braucht man aber Metallschrott. Ich glaube, das ist Eisen, ne?
Da machen wir uns jetzt die Axt natürlich ein kleines bisschen zur Sau damit, aber wenn wir hier mal 1-4 Rohstoffe damit abbauen, dann geht das schon. Eisenerz. Ja, komm, zurück jetzt. Die Kiste vielleicht noch. Wo war die jetzt? Da ist sie. Schrott und eine Faser. Da müssen wir sehen, nicht, dass jetzt hier einer uns über den Weg läuft. Aber das sieht erstmal ganz gut aus. Ja, das Häschen lassen wir erstmal in Ruhe. Wir haben ja zweimal Fleisch erstmal. Da gucken wir erstmal, wie wir damit zurechtkommen. Der Biokraftstoff, der wird in der Zwischenzeit schon despawned sein, oder? Der ist nämlich hier aus dem Fenster geflogen. Das habe ich dann in der Aufnahme gesehen und auch Feedback in meinen Kommentaren bekommen. Aber der scheint hier nicht mehr zu sein, ne? Gut, dann schnell das Feuer an. Segas, haben wir einen Feueranzünder? Nee, wir können uns aber, glaube ich, einen machen. Ja, wir können ja Biokraftstoff machen. Gut. Also, zack. So, erstmal Biokraftstoff. Da brauchen wir 4-mal Heilkräuter. Einer reicht erstmal. Dann haben wir die Fasern und Stecker haben wir auch am Start. Das heißt, dann können wir uns dann den Feueranzünder machen. Jawohl. Gut, die Streichhölzer, die möchte ich mir irgendwie noch aufheben, ne? Und wir sollten mal gucken, dass wir das Lagerfeuer vielleicht gleich nochmal ganz bekommen. Nehmen wir den Hammer. Wieder ganz schön gelitten gehabt. So, sehr gut. So. Anzünder rein, Holz rein. Anzünden und dann können wir erstmal das Häschen schlachten. Haben wir einmal Fell bekommen, einmal Stoff. So. Dann können wir die gleich mal brutzeln. Und dann holen wir uns erstmal Wasser. Ja, ist natürlich ein bisschen eng jetzt hier. Wir müssen die Base auf jeden Fall erweitern, ne? Ich hoffe, dass die mich in Ruhe lassen hier. Ja, Wasser können wir uns hier auch gut holen von der Plattform aus. Das ist die 5, ne? Ja. Uns das auch gleich mit ab und dann werden wir uns mal auf jeden Fall eine Angelschnur gleich mal machen. Ja, wir brauchen erstmal Tauwerke. So, machen wir alles weg. Gut. Und dann sollten wir gucken, dass unser Fleisch nicht verbrennt. Gut, der Burner ist es jetzt nicht, aber die Essensleiste geht auf jeden Fall ein bisschen hoch. So, dann sollten wir gucken, dass wir uns die Angelleine machen. Einmal. Erstmal, oder? Ja, komm, wir machen gleich noch einmal. Dann haben wir noch eine im Pedo. So, Federn haben wir jetzt 7.
wieder am Start. Hatte ich hier. Ach, die Sportpatronen, die nehme ich ja mit. Genau, die lege ich weg hier. 7-mal Pistole. Wir haben jetzt 15-mal Schrott. Was hatte ich denn jetzt gesagt? Ach, die Spitzhacke, ne? Die Spitzhacke. So, Spitzhacke. Brauchen wir Bretter, aber die können wir uns auch easy machen. Und dann schauen wir gleich mal nach den Beeten. Hier mit drin. Was ist denn eigentlich mit Glasscheiben? Glasfenster. Ach so, da brauchen wir also Glasscheibe und Eisenbahn und wir brauchen Klebstoff. Haben wir alles nicht? Also Klebstoff und Eisenbahn auf jeden Fall. So, dann wollte ich nach Beeten gucken. Wo sind die guten Stücke? Na, müssen wir hier gucken, ne? So, da brauchen wir auch Bretter. Und wir brauchen jede Menge Tauwerke. Dann sollten wir uns dann nochmal dementsprechend auf den Weg machen. Aber erstmal würde ich sagen, holen wir uns gleich nochmal ein Stück Wasser und gehen angeln. Zwei Angelleinen haben wir, ne? Dann werde ich gleich noch mal ein paar Bretter ansetzen. Die legen wir dann in die Kiste. Ein paar Stöcke machen wir auch gleich noch, dass wir ein bisschen Vorrat da haben. So, und der Rest vom Holz geht erstmal hier ans Feuer. Uns wird dann die Nacht auch auf den Hals kommen. Nehmen wir mal raus. Da haben wir in der Kiste auch schon jede Menge. Ich weiß nicht, wie viel fürs Beet dann drauf geht. Aber die sollten wir auf jeden Fall sammeln. Wir können alles gebrauchen, was es hier im Spiel gibt, ne? So, und dann würde ich sagen, angeln wir gleich mal. Wir brauchen aber dazu erst die Angel. Dann können wir den Hammer erstmal wieder weglegen. Wir nehmen uns die Angel. Schön gucken, ob mir keiner am Rücken steht. Oder ob mir einer am Rücken steht. Dann würde ich mal sagen, Petri heil. Mal gucken, ob wir Petri Dank auch sagen können. Jetzt sehen wir natürlich die Pose richtig schön, ne? Im Dunkeln sehen wir die nicht, aber wir haben ja dieses Plopp-Geräusch, also das Angeln ist eigentlich kein Hexenwerk hier. Mit der linken Maustaste anreißen, mit der rechten die Schnur einleiern. Ja, ich glaube, das ist ein Kleiner, ne? Oder das täuscht, vielleicht täusche ich mich auch, aber wir haben jetzt zwei Angelschnurren. Bloß aus dem Großen kriegen wir halt auch gleich noch Fischöl raus und natürlich auch viel mehr Fleisch. Aber ich glaube sogar, das ist ein größerer, ne? Jawohl. So. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, ne? Wenn ich die Schnur jetzt wieder einhole, ist sie, glaube ich, futsch, ne? Da war ich jetzt zu voreilig. Naja. Wenn nicht, machen wir uns den Fisch einfach. Dürfte fast wieder dasselbe sein, ne? Glaube ich. Jawohl. Zweimal derselbe Fisch. Oh, da ist er, ne?
Er hat uns, glaube ich, noch nicht gesehen. Er soll uns auch nicht sehen. Gut, dass wir die Ecke hier haben. Wäre natürlich blöd, wenn jetzt da einer kommen würde, ne? Da müssten wir uns hinhocken. So, dann filetieren wir den ersten Fisch mal. Ja, das ist gut. Der gibt bloß zweimal Fleisch, in Anführungsstrichen bloß, ne? Aber dann vergammelt das wenigstens nicht. Das sind ausgewachsene Lachse. So, dann bereiten wir uns die gleich noch zu. Dann müssen wir uns aber auch noch um Gemüse kümmern, natürlich. Da gehen wir uns dann, wenn die Sonne wieder aufgeht, gehen wir uns dann oder gucken, ob wir uns ein bisschen Seegras holen können. Also ich glaube, in der Zwischenzeit kann ich mal schnell gucken. Doch, einmal Baumwollsamen hatten wir schon. Ne, dreimal sogar, ne? Gut, 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 sehr gut. Sehr gut. Dann heißt es auf jeden Fall ganz viel Tauwerke finden, dass wir uns, ich denke mal, zwei Beete machen, die wir vielleicht dann hier positionieren oder unten, weiß ich noch nicht. Weil die können wir ja nicht im Raum jetzt hier hinstellen, ne? Weil die brauchen ja Licht. Und am Wasser sind wir ja, das ist kein Problem. Gut, wir müssen aufpassen, dass der uns nicht verbrennt. Ja gut, das eine Stück noch, dann sind wir mit Eiweiß erstmal voll, ne? Das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann auch der Ofen, ne? Weil der brennt wohl 24 Stunden. Und da sparen wir auf jeden Fall Feueranzünder. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Ja, 6x Bretter haben wir ja hier auch schon. Wir wollten uns ja die Spitzhacke machen, ne? Damit wir auch gleich noch Rohstoffe besorgen können unterwegs. Hier ist Eisen. Warte mal, hat die Kiste auch noch welches? Das ist auch Eisen. Ja, da können wir das gleich fertig machen. Dass wir dann wieder reichlich Eisenfragmente haben. Aber erstmal warten wir kurz noch auf den Lachs. So. Nicht hungrig genug. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Na gut, wenn uns das eine Stück jetzt vergammelt, ist nicht so wild, ne? Drei Stücken haben wir ja intus. So, dann machen wir gleich noch das Eisen fertig. Muss man natürlich anschalten. Da jagt jemand. Genau. Das Fischöl können wir weglegen. Und wir sollten schauen, dass wir jetzt eine Spitzhacke zurechtbekommen. So, genau. Dann haben wir die auch schon wieder am Anschlag. Was ist mit der Pistole? Bauwerke. Gut. Ja, immer, wir brauchen immer noch eine Leber, ne? Aber ich denke mal, wenn wir vorsichtig sind, sollte das erstmal durchaus machbar sein. Immer noch nicht. Gut, wollte ich jetzt? Ich wollte noch ein bisschen was wegräumen hier. Die Angel zum Beispiel, die können wir wegräumen. Und ja, ansonsten Teilschrott legen wir weg. Bretter legen wir weg. Elektroteile natürlich, da haben wir auch ganz viele verloren. Bei meiner großen Pleite. So. Die Asche, die können wir auch hier mit reinmachen. Gut, bis 300 lässt sie sich stacken, sehen wir gerade, ne? Oder? Ja. Gut, den Rest können wir ja mitnehmen. Dauert ein bisschen, ne? Was kostet ein Dietrich? 18 Eisenfragmente. Gut. Müssen wir noch ein bisschen Eisen finden. Okay, Leute.
Ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle Feierabend und machen von dieser Stelle aus in der nächsten Folge weiter. Ich warte dann die Nacht ab, was ja nicht allzu lange dauern wird. Und jetzt regnet es eh gerade. Und wir sehen uns also an dem Punkt dann im Hellen bei Sonnenaufgang wieder. Ich mache in dieser Aufnahmesession jetzt noch eine Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst mir gerne ein Like da und zeigt es mir damit. Kommentiert auch gerne. Und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Dann könnt ihr auf meinem Kanal nichts Neues mehr verpassen. Und wenn du zusätzlich noch die Glocke aktivierst, wirst du sogar über jedes neue Video, was ich online stelle, benachrichtigt. Bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Jens.